Johansson. Ihre Haltung ist ein absoluter PR-Albtraum. Jetzt gibt es all diese Filmchen, in denen sie mexikanisches Gesindel sagen. Immer wieder. Verrückt, was man heutzutage alles machen kann. Sie müssen dorthin, um ihren und unseren Ruf zu retten. Die Drogenmorde von Silverado. Erinnern Sie sich? Ja, zwei Undercover-Agenten wurden eiskalt erschossen. Wir sind die DEA! Ich habe die dazu gebracht, sie zu beauftragen, die beiden Zeugen zurückzubringen. Das ist nur ein verdammter PR-Gag, kein richtiger Job. Sage Hernandez, er soll sich seinen Job in den Arsch schieben. Und geh nicht nach Mexiko. Sie sind also der Grönlandwal. Entschuldige. Hier versieht man Persönlichkeiten mit speziellen Namen. Vielleicht versuche ich es mit der Schauspielerei in Hollywood. Weil ich so gut aussehe. Rechts anhalten! Gibt's ein Problem? Letty! Ein Arzt war da und hat sie versorgt. Das ist mein Bruder. Je länger wir hier sind, desto gefährlicher wird es für Sie und Ihre Familie. Es mag beschissen für ihn aussehen, aber er ist ein starker Mann. Sie kann die Morde an den DEA-Agenten aufklären. In Amerika können wir sie beschützen. Können Sie nicht! Sie werden dich kriegen, Rosa. Sie werden dich töten, da kannst du dir sicher sein. Gesehen, was in dieser Nacht passiert ist. Es waren Cops. Ich bin's, Kahane, von der Drogenbehörde. Wir sind die DEA! Also, wen kennen Sie, den Sie anrufen können und dem Sie vertrauen? Es gibt so viele Fragen, mein Freund. Könnten die Killer Cops gewesen sein? Cops? Das hat sie dir erzählt? Verdammt, Scheiße!